Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich sehe etwas anders aus wie sonst. Das liegt daran, dass ich ungeschminkt bin. Oh mein Gott, die ungeschminkte Wahrheit. Im Video geht es darum, ich möchte zeigen, wie ich meine Hautunreinheiten, die ich habe, abdecke. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Wenn nicht, solltest du jetzt wegschalten. Ihr kennt das bestimmt. Es gibt Tage, an denen fühlt man sich richtig wohl. Da hat man gar keine Pickel, ist alles schön. Und dann gibt es Tage oder Phasen, so wie bei mir jetzt gerade aktuell. Deswegen habe ich gedacht, das würde gut passen, jetzt so ein Video mal zu machen, wenn man wirklich schlechte Haut hat, die man jetzt noch nicht vielleicht ganz so sieht. Aber ich habe Probleme, zum Beispiel im seitlichen Bereich. Ja, also hier ist es wirklich richtig schlimm. Für mich zumindest. Geht bestimmt noch schlimmer, geht auch bestimmt weniger schlimm, aber für mich ist es halt schlimm. So, und dass ich damit mich, naja, also ich sag mal, alltagstauglich bin. Es gibt welche, die sagen, okay, Mensch, das ist nicht schlimm, geh so raus, das muss man atmen. Das ist aber jedem selbst überlassen. Make-up ist heutzutage so weit entwickelt und so atmungsaktiv oder nicht Comedon oder Comedogen oder wie das heißt, dass es die Poren nicht verstopft und wer sich ordentlich reinigt, der bekommt auch nicht durch Make-up, BB-Cream und so weiter jetzt dann noch schlechtere Haut. Bei mir ist es zum Beispiel einfach hormonell bedingt und ist bei jedem anders. Ihr kennt das ja sicherlich von euch. Man hat mal so eine Phase und mal so eine. Als erstes verwende ich einen Primer. Der bereitet meine Haut vor auf die nächsten Schritte. Der ist grün. Der ist grün, weil. Ich mache mal die kleinen Haarchen weg. Weil grün die Komplementärfarbe ist von Rot. Und das dann damit schon mal ein bisschen entgegenwirkt, sage ich jetzt mal, gegen diese roten Stellen. Und der ist auch wirklich sehr, sehr sanft auf der Haut. Also das ist richtig weich und fühlt sich angenehm an. Also auch nicht so ölig oder so. Und bereitet halt die Haut schon mal so ein bisschen vor. Die ist von Kiko. Das ist eine kleine Concealer-Palette, in der sind mehrere Farben enthalten. Und zum Beispiel dieser grüne Ton, der eignet sich am allerbesten für besonders so rote Stellen oder rötliche Stellen, um die abzudecken. Und zum Beispiel so ein gelber Ton, den verwendet man, wenn man zum Beispiel bläuliche Augenschatten hat oder so einen blauen Hautunterton. Gerade die sehr hellen Hauttypen, blassen Hauttypen, für die ist zum Beispiel ein gelber Concealer oder eine gelbe Concealer-Creme, die man vorher unters Make-up macht, sehr gut geeignet. Dann ist hier noch so ein violetter Ton, der ist einfach dafür da, wenn eure Haut, ich sag mal zum Beispiel so grau, fahl, vielleicht auch so ein bisschen gelblich wirkt, dann kann man das drunter machen und dann habt ihr die höchste Aufhellung, die es gibt. Dafür sind solche violetten Concealer-Produkte eigentlich gedacht oder geeignet. Dann ist hier noch so ein bräunliches, das ist, um das Ganze nochmal abzudecken. Der Concealer hat eine cremige Konsistenz, die gut deckend ist und den trage ich mir halt auf alle Stellen, die. Also eigentlich könnte ich den auf meine ganze Wange machen, gerade aktuell. Aber den verteile ich erst einmal auf allen Unreinheiten oder sichtbaren Rötungen. Das mache ich mit den Fingern. Eure Hände sollten vorher frisch gewaschen sein und nicht, dass ihr noch mehr Unreinheiten, noch mehr Bakterien auf eure Haut bringt, als wie ja, wenn wir so drauf sind. Besonders kennt ihr das so am Hals, so wenn ihr da so ein, wie sagen bei uns hier, so ein Assi hast, dann, oh, der dann nicht weggeht ewig. Das kann auch manchmal sehr schmerzhaft sein und an solchen Sachen sollte man auch nicht rumdrücken, auch wenn es schwerfällt. Das wird eh größer und schlimmer und ja, würde ich euch von abraten. Erstmal die größten Stellen halt mit dem grünen Concealer abgedeckt. Dann gehe ich zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein bisschen dunkle Augenschatten habe, gehe ich nochmal in das Gelbe, in den gelben Concealer und trage mir den unter mein Auge auf. Also es sieht eigentlich erstmal ziemlich schön lustig aus, weil man dann so Flecken im Gesicht hat. Aber wenn man dann da drüber das Make-up macht, wird es dann wieder ebenmäßig. Was viele immer wollen, ist so ein stark deckendes Make-up. Wie kann ich meine Hautunreinheiten richtig abdecken? Das könnt ihr, indem ihr zum Beispiel so ein Camouflage-Make-up nehmt, könnt ihr machen. Aber meine persönliche Meinung dazu ist,
dass im Alltag, dass man das so sieht. Ja, also ich möchte nicht rausgehen und mich fühlen, als hätte ich eine Maske oder so. Ich möchte immer noch ein schönes Hautgefühl. Ich möchte, dass meine Haut feinporig oder so feinporig wie möglich wirkt. Und deswegen mache ich halt diese Vorarbeit. Also ich decke mir halt vorher die ganzen Sachen ab. Ich liebe dieses Teil und könnte nicht ohne das Leben. Jetzt mache ich weiter mit der Foundation. Die trage ich mir auch mit einem Beauty Blender. Ein Beauty Blender ist eine Art Schwammei, der aus einem besonderen Material ist, dass es einfach ein richtig schönes Finish gibt. Der wird vorher angefeuchtet, also das heißt unter nasses Wasser, dass der dann richtig schön fluffig wird. Ich verwende als Foundation von Pupa die Active Light Foundation und die finde ich sehr schön, weil die ist im Alltag. Also draußen, wenn ich immer sage Alltag, dann meine ich so Tageslicht, ja. Ich meine jetzt nicht Fotolicht, Abend, wie auch immer. Also im Alltag, Tageslicht, finde ich die gut, weil die ist wirklich, die zerschmilzt so, die ist so eben, die deckt richtig gut ab, ja. Also die deckt wirklich gut ab und ist aber trotzdem nicht so schwer auf der Haut. Und das gibt es eher selten und deswegen finde ich die Pupa, die habe ich neu ausprobiert oder jetzt so ein paar Male verwendet, war ich da sehr überrascht und die finde ich gut und die ist auch ölfrei. So, die trage ich mir auf meinen Beauty Blender auf und beginne im Wangenbereich in tupfenden Bewegungen das Ganze einzuarbeiten. Ihr braucht auch wirklich nicht so viel davon, weil der Beauty Blender macht so eine Art Foto-Finish, sagt man dazu. Also eine Art eher Brush. Wichtig ist, dass wenn ihr Foundation auftragt, egal ob das mit einem Pinsel ist, euren Händen oder sonst was, dass ihr immer tupfende Bewegungen macht. Also ihr solltet das nicht einreiben oder so. Der Beauty Blender ist richtig gut, weil der ist ja leicht angefeuchtet. Und ich gehe zum Beispiel über die Augenbrauen. Man will ja kein Make-up an den Augenbrauen haben, aber der hat eine Rückseite. Und hat eine Rückseite, die ist ja noch ein bisschen nass und dann gehe ich dann immer noch mal so da drüber und dann ist das wie sauber gewischt. Also dann wischt ihr das Make-up dort wieder runter. So, jetzt hier die schlimmen Stellen. So, die Foundation ist aufgetragen. Ihr seht auch, dass diese Stellen, die ich vorher ja so grün hatte, dass die nicht mehr zu sehen sind. Ich weiter mit dem Concealer. Als Concealer verwende ich den Luminous Touch, heißt der, ja? Luminous Touch. Der hat so richtig lichtreflektierende Pigmente drin. Wie so ein Stift hier, das finde ich mal cool. Muss man draufdrücken. Den verteile ich mir einfach nochmal ein bisschen unter meinen Augen. Und arbeite das dann wieder mit dem Concealer ein. Ich mache euch nochmal ein bisschen wahreren Blick, Augenringe abgedeckt. Wir haben ja als erstes vorhin den gelben Concealer drunter gegeben, also diesen cremigen. Das ist ein. Put your arms on my shoulders, we don't care what they say. Yeah. Feel my emotion, I'll catch your devotion. Let's play the game my way. Gezeichnet habe, trage ich einen Puder auf, um den Concealer zu fixieren, also zu sättigen. Dafür nehme ich einen von The Body Shop. Das ist ein loser Puder. Loser Puder ist immer besser geeignet, um Concealer zu fixieren. Nehme ich so ein bisschen auf meinen Pinsel. Ich habe einen großen Pinsel von Art Deco und drücke den erst einmal unter meine Augenpartie. Ich verreibe das noch nicht. Weil dann kann das Puder sich mit dem riesigen Concealer besser verbinden. So, das könnte man jetzt ein bisschen einwirken lassen. Und in der Zeit zum Beispiel schon mal anfangen, seine Augen zu schminken. Auf diesen Part verzichte ich, wenn das Ganze ein bisschen eingezogen ist, gehe ich einfach mit dem großen Pinsel über mein ganzes Gesicht und sättige die Foundation ab. Ihr solltet immer eure Foundation, also wenn ihr ein flüssiges Make-up tragt, mit Puder absättigen, sonst läuft euch das im Alltag in eure kleinen Hautfältchen und wird unschön und fleckig. Und ich mache auch nicht so große gleichen Winkel, sondern ich drücke das wieder so ein. Ich finde, dass, die Technik ist dabei wichtig. So. Kann man auch hier machen, wenn hier
Und ich so, ich hasse das. Das ist total. Ich möchte immer, dass das so ist. Und das kann man mit Puder kann man das so ein bisschen fixen. Ja, erstellt euch dann einen optischen Schatten. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella. And I look the other way as they are kissing their hellos. And I'm pretending not to see them. And instead I pour the milk. So sieht der fertige Look, kann man ja nicht sagen. So sieht es aus. Also auch wenn ich jetzt ins Tageslicht gehen würde, dann würde ich nicht aussehen, als hätte ich eine Maske drauf. Das Wichtige ist meiner Meinung nach dieses Vorabdecken der Unreinheiten. Und dann kriegt man das Ganze auch hin. Wenn euch mein Video ein bisschen hilfreich war oder ihr jetzt ein paar Einblicke bekommen habt, wie ich das mache, könnt ihr mir gerne unten einen Daumen hoch geben. Und ich verlinke euch nochmal die Produkte unten in der Infobox, die ich persönlich verwende. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Vielleicht mal mit einem schönen Augen-Make-up oder so.